Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute hier begrüßen hier zu einer weiteren Mod-Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier einen Deutz hier vorstellen, den 6185 TTV. Ja, das gute Stück ist auch hier für die Konsolen hier verfügbar. Finde ich eine super tolle Sache. Leider gibt es hier keine Funktion mit Maussteuerung, dass man die Türen oder irgendwas aufmachen kann. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, aber vielleicht kommt ja noch ein Update. Es ist ja schließlich auch die V1.0.0.0. Ja, viele Nullen sind dran. Ja, und ja, ich finde jedenfalls, er sieht schon mal sehr interessant aus. Wir haben den auch möglich hier auf Vario-Basis hier uns dann zu konfigurieren. Aber ich denke mal, wir schauen uns ja erstmal den mal so an. Ja, das gute Stück kostet hier 129.500 Euro in Anschaffung. Miete sind wir bei 6.604 inklusive. Ja, wir haben eine Leistung von 156 PS, entsprechend hier 115 kW, stufenloses Getriebe, ja. Und natürlich hier mit 28 Liter AdBlue-Tank haben wir hier auch noch hier verfügbar. Und ja, 280 Liter Diesel oder hier Biokraftstoff, ja, wo sie jetzt alle auf die Ökoschiene fahren. Ja, das Ganze ist hier mit einer Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h hier vorgesehen. Und wir sind hier bei einem Eigengewicht von 8,2 Tonnen und den Reifen drauf von Trelleborg, den TM800. Da haben wir jetzt hier die Standardbereifung, da gibt es das Ganze natürlich mit Radgewichte. Ja, irgendwie schade finde ich jetzt zum Beispiel, dass wir hier keine Farbwahl, ja, der Felgen so großartig dann dabei haben. Das kommt nachher dann erst noch, wenn wir haben hier oben noch mit der Vario-Variante, kommt das nachher noch hinzu. Ja, und dann haben wir das Ganze noch mit Breitreifen-Radgewichte, dann hier Warntafeln sind hier automatisch dann hinzugefügt, die kannst du aber leider nicht einklappen. Dann gibt es das hier nur auch bei die Zwillingsbereifung und allgemeine Zwillingsbereifung. Dann als nächstes haben wir Michelin, dann Standardbereifung, dann das Ganze mit Radgewichte, Breitreifen, Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten, allgemeine Zwillingsbereifung, natürlich mit Warntafeln. Dann hier die Pflegebereifung, wieder Standard. Als nächstes hier gibt es Conti. Das gibt es auch hier natürlich mit Radgewichte, dann die Breitreifen mit Radgewichte, Zwillingsreifen hinten, wie man sehen, mit die Warentafeln und allgemeine. Dann die Pflegebereifung, dann wieder Standard. Dann haben wir Mieters natürlich, dann mit Radgewichte natürlich, dann Breitreifen mit Radgewichte, Zwillingsreifen hinten mit Warentafeln, allgemeine Zwillingsreifung, dann die Pflegebereifung, dann Standard. Dann haben wir hier PKT noch am Start mit Standardbereifung, Radgewichte, Breitreifen mit Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten mit die Warntafeln, allgemeine Zwillingsbereifung. Dann hier die Pflegebereifung. Ja, dann sehen wir hier, das ist mit dem Profil natürlich auch ganz gut hier. Wenn wir jetzt hier so schauen, also die Standardbereifung, die hat mehr Profil. Und wenn man dann hier geht auf die Pflegebereifung, wenn man sich das so anschaut, die Pflegebereifung sind hier, wenn man sehen, mit weniger Stollen versehen, wie man sich hier das genau anschaut. Das fällt fast erst im Moment gar nicht auf. Dann gibt es hier noch also Friedestein mit Standardbereifung, Radgewichte, Breitreifen mit Radgewichte, Zwillingsbereifung mit die Warntafel natürlich und dann hier sehen wir die Pflegebereifung. Da sehen wir hier haben wir wieder mehr Profil als wie beim PKT und dann sehen wir hier die Standardbereifung. Dann sind wir hier bei Nokian angelangt, hier mit der Agrarbereifung. Ja, schade finde ich hier bei den, ja, dass er nicht also die Variante hat, beispielsweise, dass du jetzt den hier als Zwillingsbereifung haben möchtest oder jetzt zum Beispiel hier den Traktor King, den kannst du immer nur als einfache Variante verwenden und nie zum Beispiel hier, wie man sieht hier, es gibt hier nicht als Radgewichte und nichts da. Das finde ich ein bisschen schade. Man könnte doch beispielsweise hier bei den Reifenhersteller ja auch also mit Radgewicht oder Zwillingsbereifung sowas geben. Dann haben wir hier natürlich jetzt hier die Kommunalbereifung. Und dann sind wir natürlich dann wieder bei Anfang an. Dann haben wir hier eine Frontladekonsole von Quick.
Dann von Hauer. Ja, und jetzt hier haben wir die Vario-Variante. Wie wir sehen, da haben wir jetzt hier Farbwahl. Da kannst du jetzt den Traktor jetzt zum Beispiel in den normalen Deutz hier oder hier in den Java mit den Metallic so sich hier so kaufen. Aber du kannst die Felgenfarbe hier nur also auf Schwarz gehen oder auf Grau. Dann gibt es hier dieses Olivgrün und dann natürlich in Matt Schwarz. Natürlich, wie du gewohnt bist, natürlich das Ganze hier auch hier mit der Kennzeichenwahl. Also, das also ist so her. So kann man sich den kaufen natürlich. Dann ist hier die Motorleistung auch noch da. Da sind wir ja immer noch bei die 156 PS. Dann gibt das Ganze hier mit 164 PS, entsprechend hier 121 kW. Das ist hier dann der 61 65 TTV oder natürlich den 61 75 TTV mit 176 PS, entsprechend 129 kW. Dann gibt es natürlich hier den 61 85 TTV mit 183 PS, entsprechend hier 135 kW. Ja, und dann sind wir hier wieder bei Anfang an bei den 61 55 TTV. Ja, finde ich echt eine coole Sache, das Ganze so her. Man kann ein Vario haben mit also geringere Leistung. Ja, und hier so sieht das gute Stück natürlich auch aus, wenn man sich den gekauft hat. Hier, um mit also Verschleiß her und natürlich Verschmutzung. Hier das Ganze nur mal natürlich hier als Vario. Natürlich ist das hier der 5 mit den schwächeren PS und das hier ist dann der mit den stärkeren PS. Aber ich glaube, ich habe hier auch den mit den starken PS hier zugelegt. Wie wir hier sehen, ja, ist der starke. Wie wir sehen, wir haben hier keine Funktion besondere mit also Tastaturbelegung oder natürlich du mit deinen Gamepad dann. Hupe. So, innen drin natürlich Display. Wir können das Ganze nochmal ausschalten. Wie wir sehen, hier das Joystick ist hier nicht animiert. Müsst nachher noch mal einen Frontlader dann besorgen, dann können wir hier noch also einen Frontlader dranhängen. Da gehen wir dann noch mal rein in Konfiguration. So, sind wir jetzt hier vorne her, passt alles und jetzt wie wir sehen hier also die Unterlenker auch schick aus. Sehen wir jetzt hier vorne, er geht ganz runter. Das sehen wir jetzt hier. Ganz gut aus. Sehen wir jetzt hier, der Thatcher perfekt gesetzt, blitzt nichts durch. Sehen wir hier, Hand so her, das passt ganz gut. Er arbeitet ja auch natürlich hier ganz gut hier mit, also die Pedale. Sehen wir gesehen, hier unten den Kugelkopf blendet es jetzt auch aus. Jetzt haben wir einen Schritt vor. Jetzt sind wir hier am Boden optimal. So, jetzt haben wir noch hier drüben unsere Fläche. Da holen wir uns jetzt gleich hier entsprechend hier mal noch einen Frontlader. Dann testen wir uns das Ganze noch hier. Ja, habe ich vergessen gehabt. Das nehmen wir hier und Quick dazu, konfigurieren das Ganze. Okay, jetzt gehen wir noch rüber,
holen uns einen passenden Frontlader. Her. So. Kaputte Frontlader. Dann nehmen wir hier den Quick. Hier, dann nehmen wir hier. Was haben wir denn hier? Dann nehmen wir hier den hier. Hoffentlich passt der auch, dass er nicht so groß ist. Ja, 120 PS benötigt an Leistung. Da haben wir mal ein bisschen Geld ausgeben. 9000 Euro insgesamt. Da können wir jetzt auch gleich hier uns das noch anschauen. Ja, passt auch wirklich ganz gut. Los, mal in die Innensicht rein. Jetzt wollen wir wissen, ob unser Soystick hier auch noch animiert ist. Wenn wir sehen, hier unser Soystick ist hier auch animiert. Da sind wir jetzt hier. Geht ganz gut, finde ich wirklich praktisch. Also das Ganze, ja. Ich muss ihn noch weiter runterfahren, dass ich ihn abhängen kann wieder. So. So. Jetzt sind wir hier Display. Ja. Ich bin dann wirklich ganz gespannt. Hier Hebel, hier am Lenkrad ist auch hier animiert. Aber schade finde ich halt, dass das Joystick hier, wenn ein Fahrer nicht, also an der Seite her, nach vorne kippt, so wie wir es zum Teil gewohnt ja sind. Und ich denke mal, wir probieren es hier mit den KWQ aus. Ich denke, der andere ist eher unrealistischer. Sehen wir hier auch gleich mal, ob die Spiegel hier auch hier brauchbar sind. Finde ich, sieht schon mal ganz gut aus. Wir fahren jetzt nur noch die Spiegel. Ja, ich bin ein bisschen hier abgewichen, wie wir hier sehen, aber hat doch relativ gut funktioniert. Ein bisschen mehr Übung und dann klappt das auch hier mit dem Nachbar. So. Sieht auch wirklich ganz gut aus. Also schöne Sicht, das Ganze. Jetzt fahren wir hier über unser Silo drüber. Fahren wir mal gemütlich. Schön langsam, bewusst, ob man das hier schafft. Weil man fährt ja nicht immer entsprechend Schwung. Ist ja auch ja, eine hohe Belastung für die Maschinen her. Wir wollen ja nicht unnötig hier was kaputt machen. Jetzt geben wir Gas. Schauen. Also wie wir gesehen haben, mit dem Kaweco schafft das doch ganz gut. Also anschließend machen wir jetzt auch hier unseren Lichttest. So, jetzt sind wir hier, unsere Blinker, wie wir sehen, hier funktioniert tadellos. Also das finde ich sollte ein bisschen heller sein. Rückfahrlicht hier, Bremslicht. Also Rückfahrlicht, das ist ja eigentlich dafür auch, dafür da, wenn du im Dunkeln fährst, dass du das auch hinter dir das Ausleuchten tust. Nicht nur um den anderen Verkehr zu sagen. Also finde ich da gut, also Bremslicht, die Reflexion finde ich auch ein bisschen schwach, muss ich wirklich sagen. So, jetzt kommen wir hier mit unserem Arbeitsscheinwerfer. Jetzt sind wir hier mit Numbit 6, wie wir sehen. So, ja. Vorne jetzt hier mit Numbit 5. Das Ganze. Und 6 sehen wir jetzt. Das sieht ja echt cool auch aus, muss ich wirklich sagen. So her, wie das hier ausschaut. So, dann schauen wir noch hier unsere Warnblinker uns an. Habe jetzt gerade auch gesehen, jetzt wenn man so reinschaut, uns hier in den Innenraum, ja, sehen wir auch hier, die Kontrolllampe blinkt gleich auch mit. So, einmal F geschalten. Zeitlich sind wir hier zu oranges Licht für den Seitenverkehr, dass er uns besser nah wahrnimmt. Dann hier zweite Mal F, dritte, vierte. Jetzt gehen wir in die Innensicht mal rein. Machen wir gleich hier. Linke Kontrolllampen sind wir auch hier. Auch der Hebel, der ist auch animiert. Einmal F geschalten. Finde ich
echt, sieht aus wie ein Weihnachtsbaum. Finde ich irgendwie cool aus. Zweite Mal, dritte, vierte Mal, wie wir sehen. Ja. Können nochmal das Ganze ausschalten. Schalten wir nochmal ein. Dass wir hier das alles schick sehen. Jetzt gehen wir nochmal hier ein Tagesprogramm rüber. Schauen wir das Ganze nochmal am Tag an. So. Da sehen wir jetzt nochmal hier, also Blinkerhebel, dass hier funktioniert. Warnblinke. Und hier. Also, da hätte ich jetzt beinahe gedacht, dass das sich auch vielleicht drehen, der Schalter. Ich denke mal, das ist ja auch fürs Licht da, dass der auch animiert wäre, aber es leider nicht, wie wir sehen. Naja, man kann nicht alles also haben. Jetzt schauen wir mal gleich nochmal, ob der Schlüssel drüben animiert ist. Ja, das ist auch hier animiert. Also, wenn wir hier seitlich sehen. Daher, der ist auch animiert für die Zündung. Das finde ich wirklich toll. Wie wir sehen, hier die Spiegel sind nicht nur Deko. Die sind auch hier brauchbar. Also, passt es ganz gut. Schauen wir uns hier auch die Lok mal an. Sehen wir hier, unsere Logdatei ist hier fehlerfrei. Hier beginnt das Ganze hier, wenn wir mal sehen. Da habe ich jetzt den gehabt, ja. Und wir haben hier kein Logfehler, soweit das drin. Toll würde ich das als Anregung hier für den Modder finden, wenn er jetzt beispielsweise bei den Nokian-Reifen hier, auch zum Beispiel bei den Reifentypen hier, Beispiel Zwillingsbereifung hinzufügen würde und natürlich vielleicht auch noch Radgewichte. Also bei den Nokian allgemein, also bei den Kommunal, okay, kann man drauf verzichten, aber ich sag mal so, bei jetzt so, bei die Traktor King und natürlich hier bei die Agrarbereifung und was man für die Forst, wo man sieht so her, dass man das auch noch hinzufügen würde, würde ich toll finden. Ja, das war's da soweit das ja. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Wenn ja, würde mich freuen natürlich über einen Daumen nach oben. Und ja, falls du mich nicht abonniert hast, ein Abo ist natürlich kostenlos. Jemand sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.